Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Bus Simulator, Fernbus Simulator. Mit mir zusammen, ich bin der Danny, spielt das und heute werden wir eine ganz besondere Form spielen, beziehungsweise eine ganz besondere Version. Mehr dazu gleich, wenn jetzt erstmal hier die Passagiere boarden. Moin, fahren Sie in meine Richtung. Potsdam, das stimmt. Der möchte gerne nach Nürnberg, auch das stimmt. Potsdam stimmt. Nürnberg stimmt. Grüezi, mein Ticket, danke. Potsdam stimmt. Grüezi. Nürnberg. Leipzig stimmt. Hallo. Potsdam stimmt. Dann haben wir noch die beiden hier vorne. Potsdam und der Herr möchte nach Nürnberg. Damit konnten wir sie alle boarden. Das ist auch mal was Schönes. Schließen an dieser Stelle wieder die Klappe, steigen ein, setzen uns hin und dann werden wir, ihr werdet jetzt das hören, was ich meine. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Carsten Schmidt und ich begrüße Sie im Namen unserer Busgesellschaft herzlich an Bord der Buslinie 100 auf der Fahrt von Berlin nach Nürnberg. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass alle Passagiere anwesend sind und wir unsere Fahrt in Kürze beginnen werden. Wir werden selbstverständlich auch eine kurze Pause zwischen Leipzig und Nürnberg einlegen. Weitere Informationen erhalten Sie durch unsere Ansagen im Bus. Bitte lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie Ihre Reise. Ich wünsche Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Carsten Schmidt and on behalf of your bus company, I warmly welcome you on board the bus line 100 for the journey from Berlin to Nürnberg. I am pleased to inform you that all passengers are present and we will start your journey shortly. We will of course also take a short break between Leipzig and Nürnberg. You will receive further information through and announcements on the bus. Please sit back and enjoy your trip. I wish you a pleasant journey. Ja, und damit können wir losfahren, weil ab der Fahrt darf der Busfahrer Damen natürlich Herren, nichts mehr sagen. Im Namen logisch, unserer Busgesellschaft möchten Fragen wir alle Fahrgäste an Bord der Buslinie 100 an? Auf der Fahrt von Berlin Zentraler Omnibusbahnhof nach Nürnberg Busbahnhof mit Zwischenhalt in Potsdam Busbahnhof und Leipzig Hauptbahnhof recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung, sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gilt während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Carsten Schmidt ist Ihr Fahrer auf der heutigen Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, steht Ihnen unser Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Potsdam Busbahnhof. Ladies and gentlemen, on behalf of our bus company, we would like to warmly welcome all passengers on board bus line 100, traveling from Berlin Central Bus Station to Nuremberg Bus Station, with stops at Potsdam Bus Station and Leipzig Main Station. Please take a seat and make yourself comfortable. On board the bus, you have access to a toilet in the rear section, as well as free internet access. The access data can be found in the brochure located in the pocket of the front seat. Additionally, you have the option to charge your mobile devices through a USB port. We would like to remind you that smoking is not permitted on the bus. Furthermore, all passengers are required to wear seat belts during the journey, which must be strictly observed for safety reasons. Mr. Carsten Schmidt is your driver for today's journey. Please note that for safety reasons, no questions can be asked of the driver during the journey. However, our driver will be happy to answer any questions during the scheduled stops. We wish you a pleasant journey and look forward to safely and comfortably bringing you to your destination. Our next scheduled stop is Potsdam Bus Station. Ja, und damit nochmal ein herzliches Willkommen zum Fernbus Simulator hier auf meinem YouTube-Kanal. Das ganz neue Projekt von Fair System Sound Design, was sich dann nennt Busboard.
was aktuell noch nicht zu erwerben ist. Es ist noch nicht veröffentlicht worden. Ich zeige euch hier eine Beta-Version des Ganzen und wie gesagt, das Ganze wird dann noch verbessert und verfeinert und wie gesagt, das Ganze stellt sich dann auch in Form einer ganz neuen Website dar, eines ganz neuen Shops und ja, unter anderem gibt es dieses dann hier zu ergattern, Busport für den Fernbus-Simulator, also ihr solltet den Fernbus-Simulator dann auch auf jeden Fall besitzen, sonst wird es nichts. Das Ganze ist dann mit Ansagen ausgestattet, sowohl vom Busfahrer selber und halt die Ansagen vom Band, die ihr dann individuell das ablaufen lassen könnt. Jetzt habe ich zu stark auf den Knopf gedrückt. Kann passieren. Fahren wir hier mal. Ach, jetzt ist natürlich doof. Jetzt habe ich zu fest auf den Knopf gedrückt, dann hat sich das ausgeblendet. Suche hier mal irgendwie unfallfrei. Film ist anders, aber ja, es ging jetzt gerade mal nicht anders. Die ihr dann halt mit einem Tastendruck individuell ablaufen lassen könnt, wie ich jetzt zum Beispiel. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt in Potsdam Busbahnhof. Wir wollen uns von den Fahrgästen verabschieden, die bereits hier aussteigen und hoffen, sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Potsdam einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle wollen wir alle weiterreisenden Passagiere darüber informieren, dass unser Aufenthalt in Potsdam Busbahnhof etwa 5 Minuten betragen wird. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie rechtzeitig zum Bus zurückkommen, damit wir unsere Reise planmäßig fortsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and gentlemen, we are now approaching our intermediate stop at Potsdam Bus Station. We would like to say goodbye to the passengers who are disembarking here and hope you had a pleasant and comfortable journey with us. Before we arrive, we would like to remind you to take your personal belongings with you and make sure you don't leave anything on the bus. It was our pleasure to welcome you as our passengers and we hope you will consider us again for future travels. We wish you a pleasant stay in Potsdam or a safe onward journey. Have a good one and goodbye. At this point, we would like to inform all passengers continuing their journey that our stay at Potsdam bus station will last approximately 5 minutes. Please make sure to return to the bus on time so that we can continue our journey as scheduled. Thank you for your attention. Ja, ihr hört's. Ihr könnt die Ansagen dann halt individuell per Tastendruck ablaufen lassen. Und so, wir haben grün. Dann halt, dass sie dann halt passend zu eurer Position in der Stadt passend dann ablaufen. Und sobald die Ansage dann abgelaufen ist, schiebt sich die weiter nach links und die nächste Ansage, die dann an der Reihe ist, schiebt sich auch weiter nach links. Als nächstes an der Reihe, in diesem Fall dann die Begrüßung in Potsdam. Diese werde ich natürlich erst abspielen, wenn ich in Potsdam die Fahrgäste geboardet habe. Und dann, ihr seht ihr da oben auch, die nächste Ansage wäre dann die Ankunft in Leipzig. Versteht sich von selbst, wann die abzuspielen ist. Und wie gesagt, das Ganze steckt noch in der Beta-Phase, wird noch verfeinert und verbessert. Und sobald dies geschehen ist, wird es dann auch an den Markt gehen und für alle erhältlich sein. Bei Festsystem Sound Design. Ja, wie das Ganze dann vonstatten geht, werde ich euch dann, wenn das soweit ist, wenn das Spiel dann veröffentlicht ist, in einem Demo-Video erklären, wie ihr dann alles dann, wie ihr da hinkommt, damit ihr das Spiel dann auch spielen könnt, mit den Ansagen und so weiter und so fort. Ich will euch jetzt hier einfach nur mal zeigen, ein Vorab-Video zeigen, wie das Ganze sich gestaltet, wie das halt so vonstatten geht,
was ihr erwarten könnt in dem Spiel, wie die Ansagen sich anhören, und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr genießt das kleine Video. Ich hoffe, ihr genießt dieses Szenario von Berlin nach Nürnberg mit den zwei Zwischenhalten in Potsdam und Leipzig. Ja, wie gesagt, das Spiel gibt es noch nicht für den öffentlichen Markt. Also ihr könnt es noch nicht erwerben. Das wird aber in den nächsten Wochen dann passieren. Ich empfehle euch dann immer mal wieder auf die Homepage von Festis im Sounddesign zu gehen. Oder wenn ihr ein Newsletter abonniert habt von Fair System Sound Design, dann könnt ihr natürlich, werdet ihr natürlich ja, informiert, wenn die Veröffentlichung geschehen ist oder wenn das Ganze veröffentlicht wurde, sodass ihr dann da nichts verpasst. Und ich bin froh, dass ich euch jetzt hier vorab das Ganze präsentieren darf. So, jetzt sind wir auch hier in Potsdam angekommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich kann die Begrüßung abspielen, aber nein, ich muss natürlich erst die Passagiere boarden. Denke, so stehen wir gut. Dann machen wir den Motor mal wieder aus. So, stehen auf, checken die Passagiere ein. So, ist die gute Dame. Machen natürlich erstmal hier wieder die Klappe los. So, sonst wird das nämlich nichts. Dann fangen wir mal an zu boarden. Grüezi, hier ist mein Ticket. Nürnberg, das Vielen Dank. stimmt. Gehen wir chronologisch vor. Nehmen wir die Grüezi, Dame. wie Ich danke möchte nach Sie. Nürnberg. Dann den Herrn Nein, hier. fahren Sie in meinem Leipzig, Aufzug. das stimmt. Dann den Herrn. Servus. Leipzig stimmt. Dann nehmen wir den hier in den Pullover. Nürnberg stimmt. Dann nehmen wir den dann die daneben. Ciao. Sie Auf geht's. Nürnberg. Ach so. Dann nehmen wir den hier im Servus. T-Shirt. Ich Nürnberg stimmt, dann nehmen wir den Herrn daneben. Auf Nürnberg geht's. stimmt, dann die gute ältere Dame hier. Hallo. Vielen Nürnberg. Dank. Hallo. Vielen Dank. Nürnberg. Dann die Dame hier hin, die hier so ein bisschen verloren steht. Leipzig stimmt. Ja, ich denke, dann sind wir durch, ne? Ist kein Zeichen mehr drüber. Die anderen wollen nicht. Gut, dann machen wir das hier wieder dicht. Steigen in unseren Bus ein. Können währenddessen Begrüßung abspielen? Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft wollen wir alle hier zugestiegenen Fahrgäste an Bord der Buslinie 100 auf der Fahrt von Und dann fahren wir Berlin weiter nach Zentraler Leipzig. Omnibusbahnhof nach Nürnberg Busbahnhof mit Zwischenhalt in Leipzig Hauptbahnhof recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung, sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gilt während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Carsten Schmidt ist Ihr Fahrer auf der heutigen Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, steht Ihnen unser Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Leipzig Hauptbahnhof. Ladies and gentlemen, Oh, es on blendet die behalf of Sonne. our bus company, we would like to warmly welcome all passengers who have boarded the bus line 100, traveling from Berlin Central Bus Station to Nuremberg Bus Station with a stopover at Leipzig Main Station. Please take a seat and make yourself comfortable. On board the bus, you have access to a toilet in the rear section, as well as free internet access. The access data can be found in the brochure located in the pocket of the front seat. Additionally, you have the option to charge your mobile devices through a USB port. We would like to remind you that smoking is not permitted on the bus. Furthermore, all passengers are required to wear seat belts during the journey, which must be strictly observed for safety reasons. Mr. Carsten Schmidt is your driver for today's journey. Please note that for safety reasons,
No questions can be asked of the driver during the journey. However, our driver will be happy to answer any questions during the scheduled stops. We wish you a pleasant journey and look forward to safely and comfortably bringing you to your destination. Our next scheduled stop is Leipzig Main Station. Ja, also ihr seht ja dann da oben auch immer in diesem Busboard, in dem Player, aktuelle Ansage und nächste Ansage. Und aktuelle Ansage würde jetzt sein, Ankunft Leipzig. Das heißt, wenn wir halte das immer so, wenn ihr von der Autobahn runterfahrt in die Stadt rein, beziehungsweise an den Stadtrand, dass ihr dann die Ansage abspielt, Ankunft in. Das passt sich dann ungefähr, weil manche Haltestellen sind ja nah an der Autobahn, manche sind etwas weiter weg. Und wenn die nah sind und ihr wisst das nicht, und ihr spielt die Ansage zu spät ab, dann läuft die Ansage noch, während ihr schon an der Haltestelle seid. Und das ist dann natürlich nicht mehr so passend. Deswegen würde ich sagen, ihr macht das immer so, dass ihr die Ansage mal nach Verlassen der Autobahn abspielt, dann passt das ungefähr. Also bei uns wäre jetzt die nächste Ansage, beziehungsweise die aktuelle Ansage wäre dann jetzt Ankunft Leipzig. Das heißt, wenn wir die Autobahn verlassen, werde ich die abspielen. Und ja, die nächste Ansage ist dann, wenn ich in Leipzig gebordet habe, Begrüßung der Fahrgäste, die in Leipzig zugestiegen sind. Auf unserer letzten Reise, beziehungsweise letzten Etappe Nürnberg. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt haben wir erstmal 180 Kilometer noch vor uns bis Leipzig. Hauptbahnhof wohlgemerkt. Fahren wir jetzt hier ab? Ja. Also die nächste Station wird auf jeden Fall Leipzig Hauptbahnhof sein. So viel kann ich euch schon mal versprechen. So, 80 dürfen wir hier fahren. Passt hier ungefähr. Haben wir auch noch früh am Morgen. Es ist gerade mal 10.07 Uhr. Das ging jetzt aber schnell, oder? Achso, Ankunft 10.07 Uhr, ich wollte gerade sagen. Ankunft ist 10.07 Uhr, wir haben jetzt 7.50 Uhr, also eine gute 2 Stunden fahren wir noch. Na gut, für 170 Kilometer passt das auch wohl ungefähr. Wir fahren ja auch plus 100. Wir haben auch schließlich einen Reisebus und keinen Porsche. So, fahren jetzt gleich rechts ab, beziehungsweise von der Autobahn runter. Ihr habt es ja auf dem Schild gesehen, Leipzig abfahren. So, was fährt da? Das ist schon mal, wow, Alter! Das war jetzt... Boah. Ich hab doch geblinkt. Ich wollte rüber. Kommt der da angeschmissen? Okay, vielleicht war das auch meine Schuld. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wer da jetzt Schuld hatte. Ich wahrscheinlich, weil ich nicht aufgepasst habe. Naja, ist alles nochmal gut gegangen. Keiner verletzt. Kleiner Blechschaden. Normalerweise hätte ich jetzt anhalten müssen. Und. Wir sind im Simulator. Ja. Da ist das alles nicht ganz so eng. Gott sei Dank. Das war auf jeden Fall meine Schuld. Ich nehme es einfach mal auf meine Kappe. Weil ich die Fahrspur gewechselt habe, geht das auf meine Kappe. So, fahren jetzt hier runter. Also ihr seht ja hier die Abfahrtsgeschwindigkeit, die man einzuhalten hat. 80 ist mit dem Fernbus gar nicht, oder ist mit dem Bus generell gar nicht möglich, finde ich. In diesen engen Abfahrten hier, seht euch das mal an. Wenn ihr da mit 80 runterfahrt, dann fahrt ihr euch alles kaputt am Bus. Also ich fahre hier so mit 40, halte ich für angemessen. Schneller auf keinen Fall. Aber das könnt ihr natürlich halten, wie ihr wollt. Ich fahre hier nicht schneller als 40, weil ihr seht, wie eng das ist. So. Kilometer noch. Vor allem ein bisschen schnell. Die Kurve hier. Da war 50 schon fast zu schnell. Habt ihr es gesehen? Das ist einfach saueng. Es müsste normalerweise zweispurig ausgebaut sein, die Abfahrten, weil das ist für einen Bus einfach zu eng. Das ist jedenfalls meine Meinung. So, waren wir jetzt erstmal eine Zeit lang hier wahrscheinlich. Ey, sag mal, kommst du vielleicht noch weiter nach rechts rüber?
So. Haben wir gleich noch 130. So, jetzt fahren wir mal frühzeitig links rüber, weil wir einen LKW zu überholen haben, bevor uns hier wieder jemand in die Quere kommt. Hier mal dieses Tankfahrzeug. Super Öls, Öls, Super Öls. Also den dürfen wir mittlerweile mit Abstand überholt haben. Und dass wir dem nicht mehr in die Karre fahren können. Schön, wie die Sonne hier so reinscheint auf das Lenkrad. So, das war der Flüsterasphalt. Wobei, den hört man auch nicht wirklich. Aber es gibt ja mittlerweile auf Autobahnen viel diesen Flüsterasphalt. Kennt ihr wahrscheinlich. Wenn man da drüber fährt, hört man ja so gut von dem Rollwiderstand oder von den Reifen gar nichts mehr. Also es ist wirklich ein sehr, sehr angenehmes Fahren. Kann ich nur bestätigen. Ich als Kraftfahrer bin da sehr begeistert von. So. Wieder, ist da wieder der Flüsterasphalt? Das seht ihr mal in diesem dunklen Asphalt, in diesem dunklen Teer. Das ist meist dieser Flüsterasphalt. Der UPS soll das wohl darstellen. SUP auch nicht schlecht. Haben sie es einfach umgedreht. Schwer begeistert ist natürlich die Sache, wenn das Game nicht die Lizenzen hat, dann dürfen die das so halt nicht schreiben, wie es in Wirklichkeit ist. Und müssen wir ein bisschen langsamer werden. Hier ist eine Baustelle. Da haben wir nämlich nur noch 80. Wir fahren ein bisschen langsamer durch. Weil das sind hier schon ziemlich enge Spuren, wie ihr seht. Das ist auch in Wirklichkeit so. Also manchmal, ne? Ihr wisst das wahrscheinlich, wenn ihr auf Autobahn unterwegs seid und ja, ihr fahrt da so, vor allem wenn ihr einen Transporter habt, ihr fahrt rechts, ne? Ganz vorschriftsmäßig hinter den LKWs her und von hinten kommen die SUVs an und die Transporter, also die anderen Transporter, die knallen mit 100 Sachen an die vorbei, obwohl da nur 60 oder 80 ist. Und ja, da hat man wirklich Schiss, dass man da den Spiegel abgefahren bekommt. Das ist wirklich grässlich, muss ich wirklich sagen. Also wenn ich ein Auto habe, ein SUV habe, dann sollte ich die Maße kennen, inklusive Außenspiegel natürlich, wohlgemerkt, die gehören dazu. Und wenn das Fahrzeug dann breiter als 2,10 ist, dann darf ich auf der linken Spur nicht fahren. Es ist einfach so. Sondern dann habe ich mich rechts zu halten. Genau wie der Kollege das jetzt hier vor mir gemacht hat. Der ist definitiv breiter als 2,10 und der darf einfach nicht vorbei. Und manchmal, ihr seht es auch, ne? LKW darf ja nicht überholen, die PKWs. Normalerweise herrscht ja auch Überholverbot in den Baustellen. Also, da verstehe ich nicht. Aber die überholen noch und nicht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Wahnsinn, also. Naja, was soll man sagen? Ne? Man redet ja gegen Windmühlen, das ist einfach so. Und wenn man dann irgendwie von jemandem den Spiegel rasiert, weil es einfach der Platz nicht mehr hergibt, dann ist man auch der Schuldige, ne? Das ist dann die nächste Sache dann. Man fährt da ganz normal rechts, man kann ja nirgends wohin. Rechts ist ja dann auch so eine Betonleitplanke, man kann nicht nirgends wohin oder... Und die drängen einen da dermaßen nach rechts ab, nur weil die da vorbei wollen. Wahnsinn, also ehrlich. Dass da nicht irgendwelche tödlichen Unfälle passieren, das wundert mich wirklich. Scheiße. War da irgendwie eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Doch 100 oder nicht? Na egal, jetzt wurde ich geblitzt. Passiert im besten Mann. Es besteht keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Jedenfalls nicht auf meinem Tacho. Weiß ich nicht, warum ich da geblitzt wurde. Aber egal. Ist halt so. Kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Passiert den besten Busfahrern. Muss ich mal sehen, dass ich das irgendwie mit meinem Chef kläre. Ob wir uns das irgendwie teilen können. Weil das wird das ziemlich teuer. Ich wurde neulich geblitzt während meiner Ausübung meines Jobs und war da genau 20 km/h zu viel. 88 Euro noch was. Gut, da waren die Bearbeitungsgebühren noch dabei und so weiter. Ja, aber ist trotzdem ziemlich, ziemlich teuer. Ne? Also es lohnt sich nicht. Es lohnt sich einfach nicht zu schnell zu fahren. Das ist einfach so. Bußgelder sind dermaßen angehoben worden. Was ja auch richtig ist, absolut, will ich gar nicht sagen. Aber man merkt, ne? Es tut ziemlich weh, wenn man da irgendwie
zu schnell fährt. Es tut ziemlich weh im Geldbeutel. Habe ich selber gemerkt. Wahnsinn. So, mittlerweile sind wir bei 60 Kilometer angekommen, die es nur noch sind, bis Leipzig, unseren nächsten Zwischenhalt. Also wenn man viel quatscht, gehen die Kilometer auch sehr schnell runter. Bleiben jetzt hier einfach mal so ein bisschen in dem Blauen, weil ich weiß jetzt auch nicht, wann die nächste Abfahrt kommt. Und ja, ich könnte jetzt überholen, aber will ich das? Es muss ja auch nicht immer überholt werden. Man kann ja auch einfach mal dahinter bleiben. So, hier ist eine Mautblitzstelle oder Mautmeldestelle, wie sich die Dinge auch immer noch schimpfen. Das sind für die LKWs und für die Busse natürlich sehr interessant. Jedes Fahrzeug über 3,5 Tonnen hat natürlich diese Maut zu bezahlen und hat vorne so ein Mautgerät drin, das dann mit diesen Geräten da an der Säule interreagieren. Und wenn man keine Maut bezahlt hat, dann wird das halt registriert und dann ja, werde ich hier von meinem Kollegen überholt. Darf ja wohl nicht wahr sein. Ich würde sagen, dann setzen wir uns auch mal da vor den beiden Fahrzeugen da. Machen wir unterm Kollegen mal hinterher. Wenn der das kann, kann ich das auch. Leipzig ist jetzt ja noch ein Stück. So. Machen wir unserem Kollegen mal hinterher. Mal gucken, wo der hinfährt. Fährt auf jeden Fall auch noch geradeaus. Vielleicht fährt er nach Erfurt. Oder auch nach München. Oder man weiß es nicht. Kennt der sein Ziel nicht. Unser Ziel ist auf jeden Fall Nürnberg. Noch 30 Kilometer zu fahren. Da fahren wir noch gut eine Stunde Zeit. So, das Taxi will dazwischen, dann lass man dazwischen. Ja, ganz klar. So, Leipzig gleich rechts ab. Ihr habt es gesehen. So, das war ohne Blinker, liebes Taxi. Schon mal so viel dazu. So. Fahren jetzt hier rechts ab. Der Kollege fährt weiter Richtung Erfurt und München. Unser Ziel ist aber erstmal Leipzig. Hauptbahnhof. So, ihr kennt das. Ich fahre hier schön langsam runter. Langsamer als vorgeschrieben, weil sonst einfach die Abfahrten oder die Abfahrten an sich einfach zu eng sind für die Busse. Jedenfalls meine Meinung. So, fahren jetzt hier links. So, einmal grün. Stehen auch die Polizei, dann sollten wir das tun, ist auch nur bei grün fahren. So, ich würde sagen, es sind so 16 Kilometer, das heißt, ich spiele die nächste Ansage ab. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt in Leipzig Hauptbahnhof. Wir wollen uns von den Fahrgästen verabschieden, die bereits hier aussteigen und hoffen, sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Leipzig einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle wollen wir alle weiterreisenden Passagiere darüber informieren, dass unser Aufenthalt in Leipzig Hauptbahnhof etwa 5 Minuten betragen wird. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie rechtzeitig zum Bus zurückkommen, damit wir unsere Reise planmäßig fortsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and gentlemen, we are now approaching our intermediate stop at Leipzig Main Station. We would like to say goodbye to the passengers who are disembarking here and hope you had a pleasant and comfortable journey with us. Before we arrive, we would like to remind you to take your personal belongings with you and make sure you don't leave anything on the bus. It was our pleasure to welcome you as our passengers and we hope you will consider us again for future travels.
We wish you a pleasant stay in Leipzig or a safe onward journey. Have a good one, and goodbye. At this point, we would like to inform all passengers continuing their journey that our stay at Leipzig main station will last approximately 5 minutes. Please make sure to return to the bus on time so that we can continue our journey as scheduled. Thank you for your attention. Ja, das war halt jetzt die Ankunft in Leipzig. Nächste aktuelle Ansage wird dann die Begrüßung für die eingestiegenen Fahrgäste in Leipzig Hauptbahnhof sein. Und die nächste Ansage wird dann die Rastpause auf der A9 sein, wenn wir dann Richtung unserem Endziel Nürnberg fahren. Also ihr könnt das da oben dann immer ganz einfach nachvollziehen, welche Ansage als nächstes drankommt, welche die aktuelle Ansage ist und, und. Das ist also ganz, ganz easy, muss ich wirklich sagen. Also nichts für Hochbegabte, sage ich jetzt einfach mal so. So, haben wir so gut 3 Kilometer, dann sind wir am Hauptbahnhof. Wie früher als gedacht, habe ich das Gefühl. Wir haben es gerade mal 9 und 19, 10 Uhr 7, sollen wir da sein? Ich bin gespannt. So, wir haben einen grünen Kollege. So, fahren ist doch rechts. Machen wir noch die Ampel vor uns. Und dann sind wir gleich da. So, holen wir mal ein bisschen weiter aus. Und dann sind wir auch schon am Hauptbahnhof. Ihr seht's. Das ist unser Haltepunkt. So, und damit haben wir Leipzig freigeschaltet. So, dann machen wir den Motor aus. Steigen aus. Boarden. Nehmen natürlich die Klappe auf. Na komm. Doch nicht. Machen wir auf der anderen Seite, wenn das da nicht will. Also der will die Klappen nicht öffnen. Gibt's doch jetzt nicht, oder? Na, versuchen wir mal unser Glück. Könnten Sie bitte die Gepäckluke öffnen? Ja, möchte ich sehr gerne, aber der macht es gerade irgendwie nicht. Vielleicht bin ich auch noch zu weit hinten, dass er das irgendwie nicht macht. Ich weiß es nicht. Ach, steigen wir nochmal ein. Fahren wir nochmal ein Stück weiter vor, vielleicht geht's dann. Vielleicht liegt es da auch daran, ich weiß es nicht. So. Versuchen wir nochmal unser Glück. Der öffnet die Klappen nicht, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch schon wieder weiße. Guck mal, springen kann die auch, aber die Klappen öffnen kann sie nicht. Das gibt es doch einfach gar nicht. Ach komm, öffne die Klappe.
Fahren wir doch mal ein Stück zurück. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Der öffnet die Klappen nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann machen, was ich will. Das ist ein Bug, oder was? Ihr seht's, ich kann die Klappen nicht öffnen. Linke Maustaste. Ne, kann machen, was ich will. Jetzt, endlich, hat er reagiert. Gut, dann fangen wir an zu bohren. Sorry für den kleinen Zwischenfall hier. So, wo willst du hin? Nürnberg, passt. Du möchtest nach Nürnberg. So, du möchtest nach Braunschweig. Tut mir leid, du musst hier bleiben. So, sind wir jetzt durch? Ah, das war's schon. Gut, dann schließen wir das Ganze wieder. Tür zu. Steigen ein. Spielen die Begrüßung ab. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft wollen wir alle hier zugestiegenen Fahrgäste an Bord der Buslinie 100 auf der Fahrt von Berlin Zentraler Omnibusbahnhof nach Nürnberg Busbahnhof recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gilt während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Carsten Schmidt ist Ihr Fahrer auf der heutigen Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, steht Ihnen unser Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Nürnberg Busbahnhof. Ja. Ladies and Vorher natürlich die Rastpause auf der A9, wie ihr da oben in der nächsten Ansage auch sehen könnt. Traveling from Berlin Central Bus Station to Nuremberg Bus Station. Please take a seat and make yourself comfortable. On board the bus, you have access to a toilet in the rear section, as well as free internet access. The access data can be found in the brochure located in the pocket of the front seat. Additionally, you have the option to charge your mobile devices through a USB port. We would like to remind you that smoking is not permitted on the bus. Furthermore, all passengers are required to wear seat belts during the journey, which must be strictly observed for safety reasons. Mr. Carsten Schmidt is your driver for today's journey. Please note that for safety reasons, no questions can be asked of the driver during the journey. However, our driver will be happy to answer any questions during the scheduled stops. We wish you a pleasant journey and look forward to safely and comfortably bringing you to your destination. Our next scheduled stop is Nuremberg Bus Station. Ja, das wird jetzt unser Endziel. Nürnberg Hauptbahnhof. Das Video wird mir ein bisschen länger. Ich hoffe, bitte das zu verzeihen, aber ich möchte euch das gerne an einem Stück zeigen, präsentieren. Ich hoffe, es ist nicht allzu tragisch, dass das Video ein bisschen länger wird. So. Moment, ich stelle eine rote Ampel nach der nächsten. Na komm. Wunderbar.
Das Wetter hält sich. Bin ich sehr froh drum. Das macht das Fahren am meisten Spaß, finde ich. Es trocken ist. Na komm, Ampel. Habe ich jetzt hier wirklich rote Welle? Gibt's doch gar nicht. Ihr seht ja das Datum da unten. Samstag, 6.05.2023. Das ist natürlich heute. Weil da haben wir schon den 6. Mai. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Mir kommt zwar, als wäre das Jahr gestern erst angefangen, aber trotzdem haben wir schon Mai. Wahnsinn. 5. Monat des Jahres ist schon wieder angebrochen. Unnormal. Also es geht wirklich schnell, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das so. Noch einen Monat weiter, dann haben wir die Hälfte des Jahres schon wieder rum. Also Wahnsinn, wirklich. Was die Zeit fliegt. Aber, wenn der nächste Monat anfängt, kommt natürlich auch was Schönes. Für alle Zugliebende unter euch, ihr werdet es wissen, Insider meines Kanals sowieso, am 24.06.2023 geht eine weitere Spotting-Tour los. Freut euch darauf. Alle Infos dazu natürlich in diversen Videos, die ich so schon hochgeladen habe. Dort ist es immer wieder erwähnt worden. Wo es hingeht, bleibt noch strikt geheim. Ihr werdet es auf jeden Fall noch früh genug erfahren. So viel dazu. Im Moment sind wir aber bei dem Busprojekt hier, beim Fernbus-Simulator Busboard von Fair System Sound Design. Mit wunderschönen Ansagen, muss ich wirklich sagen. Da wurde wieder einiges an Arbeit reingesteckt, einiges an Mühe und um hier wirklich uns das Beste zu präsentieren, muss ich wirklich sagen. Ganz, ganz tolle Arbeit, muss ich ehrlich sagen. So, nächste Station ist dann auf jeden Fall, ihr seht es da oben, aktuelle Ansage, Rastpause auf der A9. Und nächste Ansage ist dann wiederum das Ende der Rastpause. Also so wisst ihr immer ganz genau, was als nächstes kommt. Und seid ihr nicht irgendwie ins kalte Wasser geworfen. So, wir haben jetzt grün und müssen links auf die Autobahn, nehme ich an. Das Rote, wunderbar, dann kann ich abbiegen. Genau, auf die Autobahn. Ops, upsalalalala. Ja, Entschuldigung, es war keine Absicht. Ich dachte eigentlich, ich hätte die Kurve oder den Radius eng genommen, aber... hat dann doch nicht gereicht. Ich bitte dies zu entschuldigen, es war keine Absicht. So. Bin ich aber gespannt, weil mir die... Wow! Holla, ich kann nicht weiter. Ist doch den Blinker gesehen. Wie wär's, wenn du da mal nach links rüber fährst oder ein bisschen langsamer, wie ist es hinter mir? Alter. So, und ich würde sagen, den nächsten Rastplatz machen wir dann Pause, oder? Kann ich das selber bestimmen? Ich denke schon. Der nächste Rastplatz wird dann auf jeden Fall angekündigt. Mittels Schilder. Da muss man das dann so ein bisschen abpassen. Der Ansage. Bringt ja jetzt nichts, 2, 4, 5, 6 Kilometer vorher die Ansage zu machen und dann... zu spät ist auch blöd. Also ich würde mich da so ein bisschen an den Schildern orientieren, würde ich sagen. Gleich mal drauf achten, wenn der nächste Parkplatz angekündigt wird, dann auf jeden Fall die Ansage abspielen. Wenn wir hier einen 40-Tonner überholen.
So, im Moment ist noch nichts zu sehen von einem Rastplatz. Wird noch nicht angekündigt, aber es wird mit Sicherheit gleich kommen. Während wir hier die A9 runterfahren, Richtung Süden. Mindestens Richtung Süden Deutschlands. Der Republik, unserer Bundesrepublik. So, da kommt wieder ein Schild. Wenn wir da mal drauf schauen, da irgendwie ein Parkplatz angekündigt wird, ein Rastplatz angekündigt wird. Scheint noch nicht der Fall zu sein, oder? Nee, das sind nur Abfahrten an sich. Aber noch kein Rastplatz. Ui, das ging aber gerade noch mal gut. Hier ist ein Parkplatz, aber der war nicht an. Nee, das ist eine Abfahrt. Da fährt ein Trecker, ich wollte gerade sagen. Nee, alles gut, kein Parkplatz. Das ist nur eine ganz normale Abfahrt. Ich wollte schon sagen, der wurde nicht angekündigt, aber alles gut. Sollen wir mal ein bisschen langsamer werden? Waren wir schließlich hinter der Polizei zu schnell? Ja, war zu schnell. Oh, das wär's, oder? Das wär's doch. 80 ist hier, dann wollen wir auch 80 fahren. Nicht, dass wir wieder geblitzt werden. Das muss ja nun nicht sein. So, ist jetzt gleich wieder 120 erlaubt, wenn man den Schildern hier glauben darf. 100 für uns natürlich. 100, hier ist wieder 80. Bleiben wir auch bei 80. Auf den Anzeigen da stand doch 80. Oder habe ich mich da jetzt so verlesen? Aber 100 wird angezeigt, also fahren wir 100. So, da könnte jetzt ein Rastplatz angekündigt werden, oder? Oder? Ja, dann spielen wir das ab. Sehr geehrte Fahrgäste, wir werden jetzt eine kurze Pause von 15 Minuten einlegen. Bitte seien Sie rechtzeitig zurück im Bus, damit wir unsere Fahrt pünktlich fortsetzen können. Bei eventuellen Fragen stehe ich Ihnen jetzt gern zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dear passengers, we will now take a short break of 50 minutes. Please be back on the bus on time, so that we can continue your journey without delay. If you have any questions, I am available to assist you. Thank you for your attention. Okay, vielleicht war das doch noch ein Stück zu früh abgespielt. Ich hätte das vielleicht doch erst abspielen sollen, wenn wir stehen. Aber ja, Mann, ich spiele das auch zum ersten Mal und man muss das alles erstmal lernen und das Gefühl dafür kriegen. Naja, fahren wir jetzt hier einfach mal auf den Parkplatz drauf, damit die Leute sich ein bisschen entspannen können, vielleicht auch zur Toilette gehen können und. Da ist unsere Haltebucht. Dann wollen wir da mal halten. So. Stellen uns hier mal so ein bisschen gerade hin. So. Und dann würde ich sagen, machen wir Pause, oder? Wenn wir uns auch mal ein bisschen entspannen als Busfahrer, ist das auch nicht schlecht. Gehen wir mal hier. Können wir wirklich jetzt hier zur Toilette gehen? Oder zum Rasthaus? Tun wir das einfach mal. Tun wir mal so, als ob. So. Haben wir das auch erledigt? Kommen wir wieder zurück zum Bus. Haben uns entleert und wieder gestärkt. Dann können wir wieder zurück zum Bus gehen. Fragen wurden auch alle beantwortet von den Passagieren, die sie hatten. Dann können wir wieder einsteigen. Wir müssen jetzt hier nicht wirklich 15 Minuten warten. Wir
Kann ich mir nicht vorstellen. Es fängt sogar an zu regnen, so wie ich das sehe. Dann machen wir wieder Folgendes. Sehr geehrte Damen und Herren, hoffe, Sie hatten eine angenehme Pause. Wir warten noch kurz auf einen Fahrgast und werden unsere Fahrt gleich fortsetzen. Ansonsten habe ich gute Nachrichten. Was die Zeit angeht, sind wir bis jetzt ohne Verspätung. Weitere Informationen erhalten Sie weiterhin während der Fahrt durch unsere Ansage im Bus. Ich wünsche Ihnen von hier vorne weiterhin eine angenehme Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and Gentlemen, I hope you had a pleasant break. We are just waiting a short while for a passenger and will continue your journey shortly. So far, we have been on time. You will receive further information throughout the journey through on announcements and the bus. I wish you a pleasant journey from the front. Thank you for your attention. Ja, das wäre soweit erledigt. Dann seht ihr da oben die aktuelle Ansage, wird jetzt sein Ankunft Nürnberg. Nächste Ansage, Verabschiedung Busfahrer. Ich würde sagen, wir starten unsere weite Fahrt nach Nürnberg. Schöne Wetter ist leider jetzt auch vorbei, wie ihr seht, aber damit müssen wir jetzt leben. Noch 170 Kilometer vor uns. Und wollen diese natürlich unfallfrei und ordentlich und gemäß den Vorschriften auch runterfahren bis Nürnberg. So. Bin mal gespannt, wie lange das schlechte Wetter jetzt noch anhält hier. Ich hoffe nicht allzu lange. Natürlich weiter geradeaus. Könnten wir nicht auch eine Pause machen? Hab ich doch gerade, oder? Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe die Pause nicht abgelegt. Die hätte ich manuell ablegen sollen. Okay, sorry, das wusste ich jetzt nicht. Tut mir leid, kann passieren. Dafür habe ich natürlich jetzt die Ansage schon abgespielt. Egal, dann machen wir jetzt gleich nochmal eine Pause. Damit das auch registriert wird. Das war jetzt meine Schuld. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel. Es tut mir leid, es war keine Absicht. Ich hoffe, es kommt jetzt gleich nochmal ein Parkplatz.
Okay, das hätte ich wahrscheinlich. Ja, jetzt fällt es mir ein, mit der Taste C hätte ich die Pause machen müssen. Tut mir leid, es war wirklich keine Absicht. Ich hoffe, da kommt jetzt gleich nochmal ein Parkplatz. Deswegen steht das da auch noch. Jetzt fällt es mir ein, ja. Ich wusste jetzt nicht mehr, wie ich die Pause mache. Ja, ihr habt recht. Vollkommen recht. So, ich hoffe, es kommt jetzt gleich nochmal ein Parkplatz. Aber sollte ja eigentlich. Ich glaube, so weit sind die auch nicht auseinander. Na, wo bleibt das? Ganz ruhig. Wo bleibt der Rasthof? Kann ja jetzt gar nicht mehr so lange dauern. Wenn man mal einen Rasthof braucht, dann kommt keiner. Ah, hätte ich den Fehler mal nicht gemacht. Aber ich habe ihn halt gemacht, es tut mir leid. Ich habe wirklich nicht dran gedacht, muss ich wirklich an dieser Stelle gestehen. Doch kein Parkplatz, denn es kommt kein Schild, nichts.
Was ist ein Schild, aber da kommt wieder ein Schild. Ist ein Parkplatz drauf verzeichnet. Nicht wirklich. Dann kann ich es jetzt auch nicht mehr ändern. Ich kann es jetzt leider nicht mehr nachholen, weil hier die Abfahrt ist. Es tut mir furchtbar leid, dass ich jetzt hier an dieser Stelle die Pause nicht wirklich gemacht habe. Ich habe einfach nicht dran gedacht, die Taste zu drücken. Es tut mir furchtbar leid. Aber denkt euch die Pause einfach. So wie ich es gemacht habe mit den Ansagen, funktioniert es auf jeden Fall. So läuft es ab und ihr müsst die Pause natürlich auch machen, manuell. Logisch, ja, habe ich nicht gemacht. Jetzt sind wir nämlich auf der A3. Aber vielleicht kann ich die Pause ja trotzdem machen hier auf dieser Autobahn. Das wäre natürlich auch eine Idee. Nee. Kommt jetzt auch die Abfahrt. Da habe ich die Pause halt verschlafen. Es tut mir furchtbar leid. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt der End- und Zielhaltestelle Nürnberg Busbahnhof. Wir wollen uns von allen Fahrgästen verabschieden und hoffen, Sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Nürnberg einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and Gentlemen, we are now approaching our final destination, Nuremberg Bus Station. We would like to bid farewell to all passengers here and hope that you have had a pleasant and comfortable journey with us. Before we arrive, we would like to remind you to take your personal belongings with you and ensure that you do not leave anything on the bus. It has been a pleasure to welcome you as our passengers and we hope that you will consider us again for future travels. We wish you a pleasant stay or a safe onward journey in Nuremberg. Have a safe trip and goodbye. Thank you for your attention. Ja, somit diese Ansage für Nürnberg. Wie gesagt, das mit der Pause tut mir furchtbar leid. Ich werde es beim nächsten Mal besser machen, versprochen. Können Sie mal eine Pause einlegen? Ja, gute Frau, würde ich ja auch gern jetzt. Boah. Ach, ich bringe mich alle durcheinander hier. Bin ich auch noch falsch. Wie macht man? Ich mache jetzt mal was Verbotenes. Mit welcher Taste lege ich mal nochmal die Pause ein? Könnt ihr mir das sagen? Ich weiß es jetzt leider gerade gar nicht.
Tempolimit hier echt so hoch? So. Das mit der Pause ist wirklich doof gelaufen, muss ich wirklich sagen. Geht auf meine Kappe. So, dann sind wir auch sofort an der Busstation. Einmal noch links rumfahren, dann sind wir da. Um 12 Uhr und irgendwas statt 13.53 Uhr. Natürlich der nicht gemachten Pause zu verdanken. Na komm schon. So, und da wären wir in Nürnberg. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Immerhin mal was Positives. So, und jetzt kommt die Verabschiedung. Sehr geehrte Fahrgäste, auch ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt und konnten sich währenddessen etwas entspannen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und freue mich darauf, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Sage Tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, I would also like to take this opportunity to bid you farewell. I hope you had a pleasant journey and we are able to relax during the ride. I wish you a nice afternoon and look forward to welcoming you on board again soon. Goodbye and see you again. So, das war's. Steigen hier an dieser Stelle mal aus und öffne die Klappe hier. Und hier natürlich auch die hintere Tür los. Fahrgäste aussteigen können. Und dann war es das mit diesem Szenario und dem neuen Busboard von Fair System Sound Design. Wie gesagt, sobald dieses Ganze veröffentlicht wurde, werde ich dazu ein Demo-Video machen, wie ihr da die ganzen Funktionen sind, wie ihr dann da in das Szenario überhaupt kommt, wie ihr euch das runterladet und. Bis dahin sage ich Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Reise von Berlin nach Nürnberg über Potsdam und Leipzig. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Samstag, habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Ich sage Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Wie gesagt, dies ist noch die Beta-Version von dem ganzen Busboard und ist noch nicht frei erhältlich. Sobald dies geschieht, werdet ihr es erfahren und dann gibt es nähere Informationen dazu. Bis dahin, macht's gut, ciao, servus und tschüss. Euer Danny Spieters, haut rein, bye bye.